Das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Irak könnte schwere Folgen haben. Seit gestern steht das offizielle Endergebnis fest. Fast 93% der Befragten haben sich dabei für einen eigenen Staat ausgesprochen und fordern die Abspaltung der autonomen Kurdenregion vom Irak. 2 Tage wurde in den kurdischen Autonomiegebieten gefeiert. Langsam weicht die Ausgelassenheit, Sorgen und Ungewissheit machen sich breit. Die Region hält den Atem an, denn momentan weiß niemand, wie es weitergeht. Die Kurden fordern einen eigenen Staat, der unter anderem die extrem ölreiche Stadt Kirkuk umfassen soll. Verhandlungen kommen für Bagdad nicht in Frage. Rückendeckung für die irakische Regierung kommt von den Nachbarländern Iran und Türkei, die ebenfalls vor kurdischen Abspaltungsplänen im eigenen Land Angst haben. Die kurdische Regionalregierung hat sich selbst in die Mitte des Feuers geworfen. Ich akzeptiere keine Unabhängigkeit, egal von wem. Momentan wird versucht, diese kurdische Regionalregierung rund um Kurdenführer Masud Barzani in die Isolation zu treiben. Die Türkei lässt Panzer an der Grenze zum Irak auffahren. Jüngste Strafmaßnahme der irakischen Regierung: Alle internationalen Flüge von und in die Kurdenstadt Erbil sollen ab Freitag ausgesetzt werden. Und Bagdad schickt Soldaten nach Kirkuk.